Moin, hier ist Heini. Jetzt kommen wir zum neuen Video. Und zwar, ich möchte ja meinen Queranschlag neu bauen für meine Kreissäge. Die Kreissäge, ich bin ja jetzt super zufrieden mit. Super zufrieden damit. Ich und mein Deutsch. Ich kaufe mir ein Deutschbuch, echt. Und egal welche Kreissäge ich gucke, ne, hat ja nichts mit Einhell zu tun, sondern egal ob ich Bosch oder Makita, die haben alle so ein Spielkram. Also, ne? Und das will ich neu bauen. Auf jeden Fall, da das stabil ist. Auch mit so einem Reiteranschlag, dass ich mal so keine Serienschnitte machen kann. Und ich habe vor, dass ich den ein bisschen ausziehen kann. Auf circa plus minus irgendwas so einen Meter oder so. Der soll so ein Stück werden und den kann ich ausziehen dann auf einen Meter, dass ich mal längere Stücke. So habe ich das vor. Ja, die Schiene unten, die benutze ich weiterhin. Den Griff auch, du. Ich habe nicht so ein Gewinde jetzt hier, ne? So. Da wollen wir auch mal bauen. Mein Bauch ist im Weg, ein Glück, sonst wäre das runtergefallen. Ich hatte mir aus dem Baumarkt jetzt, da kommt hier erstmal alles hin. Ich hatte mir aus dem Baumarkt so ein Stück Multiplex geholt, ne? Für 5 Euro. Das reicht. Mache ich mal den Queranschlag mit raus. Das Stück hiervon. Ich hatte mal irgendwo noch mal einen. Reststück gehabt. Da! Habe ich doch gewusst, du. Ich habe noch so ein Reststück gehabt, den nehme ich als erstes mal hin. Und daraus werde ich mal gucken, was ich hinkriege. So. Die Größe soll ungefähr genauso sein. Ne? So, die Größe soll so sein. Wir machen halt erstmal so ein kleines Pünktchen rein. Damals habe ich hingeguckt, alles klar. Und jetzt, ich werde alt. Wie gesagt, die Größe will ich so ungefähr lassen, weil ich habe keine größere Schiene, ne, dass ich den jetzt größer machen könnte. Ich habe auch keinen Gewindeschneider leider, dass ich den verschieben kann. Also muss ich ungefähr die Maße beibehalten. Naja, geht ja auch, dass du stabiler machen, ne? Ja, wir nehmen die Seite. Sieht besser aus. Was ich jetzt machen will, ist, ich zeichne das mal ungefähr nach. Ey, um meine Bleistifte, du, ich breche ins Essen. Ich habe mir von Amazon vor 100 Jahren mal so Scheißdinger geholt, ey. Lassen die immer abbrechen. Und wenn sie mal nicht abbrechen, dann lasse ich sie in der Wohnung. So ungefähr, ne? Das ist dafür da, damit ich ungefähr sehe, wo ich eben fräsen muss. Und zwar folgendes, meine Lieben. Da nehmen wir mal noch ein Stück Abfall. Nehmen wir mal den hier. So, ich habe gestern Abend eben vorbereitet. Und zwar, ich wusste nicht genau, wie ich das machen sollte. Eben, ich habe jetzt, meine Tischfräse ist da noch nicht up to date. Da muss ich noch so einen kleinen Tisch für die Höhenverstellung bauen. Dann hatte ich mir aber was, zwischenzeitlich was anderes. Oh, bevor ich wieder schimpfe, kriege ich jetzt ein Spiegelgewebe an Deck, ne? Weg, so schnell geht das. Mach mal das. Um Gottes Willen. So, und zwar folgendes. Ich hatte mir so eine kleine Makita-Handfräse gekauft. Und ein Video kommt dazu noch, wo ich das mal vorstelle. Habe ich noch nicht gemacht, ich muss es mal bauen. Ich kann dich nur vorstellen. Ne? Den habe ich ganz normal, wie so ein kleines Brett drauf. Hier unten habe ich schon ausgemessen. 3,5 cm, das ist 3,5 cm vom Dorn bis Mittelpunkt vom. Seht ihr hier, ne? Das sind 3,5 cm, dass ich ungefähr die Maße habe. Ich habe hier einen 6 mm Dübel drin. Jetzt nicht. Aber jetzt. Ne? So. So, jetzt nochmal. Spaß muss sein. So, sehr schön. Fein, oder? Das seht ihr jetzt, ne?
ist ein Smiley. Teil 1 ist erledigt. Geil, oder? Das Bären steht nebenbei. So. Das ist Teil 1. Schön rund. Ein bisschen stramm, aber geht. Ne? So, meine Lieben, wegräumen ist wichtig, dass man Ordnung hält. Staub auch immer runter. So, und zwar folgendes. Ich habe ja das Restholz. Jetzt wollen wir mal gucken. Ich möchte ungefähr, ich glaube, 40 cm. Ich will ja auch mal langlaufen können. Ja, ich mache den 40 cm. Was ist das überhaupt? 30? Ich glaube, 30 ist so klein. Aber ich 60, wenn ich den ausschieben will, das bringt nichts, du. Ne? Ich mache nur 40 cm. So. Mal schön. So, 40. So, in meinem Kopf ist er schon fertig. Ich werde auch einen T-Nut hier rein sägen. Ich habe jetzt ich habe T-Nut-Säger, aber irgendwie dafür und für einen 8-12er, aber den habe ich nicht, so einen großen Bohr, also hier, ne? Schaft nennt sich das. So, also, wenn wir hier einen T-Nut reinfräsen. So. Ich werde jetzt erstmal die Nut reinfräsen für die Schiene später. Und dann werde ich später die T-Nut-Schiene damit fräsen. Genau. So, und nicht anders machen wir das jetzt. So, ihr Lieben, die Höhe habe ich. Ich habe den Spaltkeil rausgenommen. So. So kommt das. So, ihr Lieben, ich habe dazu gesägt, so wird das. Hier oben ist jetzt eine T-Nut-Schiene sozusagen. Da kommt die Schraube rein, wo ich dann später meinen Stoppklotz da, ne, mit festmache. Kommt schon heute drauf und wird festgeschraubt. Aber da zeige ich ja dann, wie das ist. Dann habe ich hier meinen Reiter zum. Und hier ist dann die kleine Ding für die Verlängerung. Ich weiß nur noch nicht, ist mir aufgefallen, wie ich die Verlängerung festmache. So. Genau. Hier kommt eine Nut rein. Genau, eine schmale Nut kommt hier noch rein. Kann ich mit der Kreissäge machen. Und dann kommt auch eine Schraube. Und dann kann ich die leiste Schraube durch und dann von dieser Seite festdrehen. Weil da ist ja so nichts im Weg. You want me to? So, jetzt muss ich erstmal überlegen. Schritt, der nächste Schritt. So, das ist das. Ich brauche noch ein Sägeblatt, muss ich mal schärfen. Ja, sieht man richtig. Da wird manchmal hier so, ne? Ich habe meine alten wieder draufgehauen. Dann nehme ich das mal eben zusammen. Und dann werden wir mal gucken. Das sieht doch mal ganz gut aus.
Da kommen natürlich Schrauben rein und dann werden wir mal gucken, wie, wo, was. Ich habe 10.000 verschiedene Zwingen. Ich will jetzt ganz wie ein Bessie umrüsten, ne? Weil ich die Zwingen super finde. Und da muss ich mal gucken. Zwei habe ich ja schon. Ja, die gehen auch nicht mal mit Druck. Ne, egal. So. So, wie ihr gesehen habt, war stillschweigend. Das Ding ist abgebrochen hier. Jetzt weiß ich, ob das fest hier ist. Wie ich das mal mache. Mutter und der war draufgeklebt und easy peasy. Einfach so eine Mutter dadurch. Seht ihr, ne? So ein 6-Kann oder 5-Kann, was das ist. Also für den Arsch. Egal, ich habe aber noch gehabt. Habe ich jetzt ein bisschen abgeschnitten. Und schon passt das. Perfekt. Geht ab. Geht auch. Ah ne, kann ich ja mal klein. Ich will hier unten hier noch einen Schlitz rein. Ja, heftig in Höhe, du. Jo, ne? So, ich habe da noch so einen Nudel reingefräst. Habe hier so eine Kamera gemacht. Ich bin gefährlich und so. Passt. Bisschen ausstecken. Hier soll nämlich der Stab rein. In diesen Stab kommt eine Schraube rein, die dann hier durchkommt. Den muss ich ja aufsägen, ich tollklöte. Sonst kriege ich die Schraube ja gar nicht rein. Nee. Das ich jetzt, ne? War zwar nicht so teuer, aber ist trotzdem nicht gut, ne? Ach nee, das ist ja super. So, hier kommt nämlich die Leiste rein, was ich vorhabe. In der Leiste kommt eine Schraube, die passt natürlich nicht, die ist für einen großen Kopf, hat die. Müssen wir mal gucken, ne? So. Und dann hier wird die Leiste festgeschraubt zum Aufschrauben. Zum Rausziehen. Perfekt! So. Wie genau ich das dann festmache, wegen dem Ding hier, muss ich mal gucken. Darauf hinarbeiten. So, der wird so festgemacht. Hier oben kommt der Anschlagreiter jetzt rein. Mm-hmm.
Perfekt. Leiste wird sein. Millimeter. Ich setze einfach eine Leiste drauf. Ist ja jetzt doof, was ich gemacht habe. Nee. So. Wo habe ich mein Hightech-Gerät hier, du? So, ich habe ausgemessen 7 mm ungefähr. Ne? So. Kann ich hiervon sägen? Ja, passt. So. Da kann ruhig ein bisschen mehr. So, super. So. Der soll hier rein, ne? Und der wird jetzt bündig geschnitten. Zack. Perfekt, und was sicher, mit dem Bleistift geht alles hin. Ich habe hier Unterlegscheiben drauf, ne? Ihr werdet fragt, was ich mache. Sehr schön. Da kommt jetzt auch Leim drauf. Und dann kommt das so in der Mitte und dann wird das festgeleimt und dann habe ich erstmal die Mitte so, ne? So. Der findet alles im Viert. Das wäre mein Queranschlag, mein Reiter. Oh, nicht zu viel Leim, ne? Mein Mann, du, ich brauche nur Scheiße. So. Gichtfinger, immer dasselbe. Also ich habe jetzt hier zwei übereinander geleimt. Übereinander gepackt. Das kann ich hier draufstellen. Schon nichts. Meine Hightech-Zwinge. Dann lassen wir mal hart werden. Wir machen jetzt mal gar nichts. Gar nichts machen, du. Ich gucke mal ganz kurz nach meinen Kleinen. Dann brauchen wir eine Leiste von. Zentimeter. Zentimeter. So, das habe ich dazu gesehen und ich habe schon gehört, ich habe das leider, bin ich leider, ich ein Vollhorst, weil
Kamera richtet hier und das läuft da. Sorry, tut mir leid. So. Ich fange an zu heulen. Seht ihr das? Der muss ja nicht so viel, ne? Muss nur ein bisschen schleifen. Und dann passt das. Perfekt. Also, wir gehen mal einen Schlag. Hier kommt jetzt noch das Ding drauf. Zum Rausziehen. Festschrauben. Einen zufriedenen Heini. Ich habe da so eine Art noch nicht gesehen. Ich habe viele Videos geguckt, aber was ich jetzt vorhabe, habe ich so noch nicht gesehen. Ja, ich hoffe, das gefällt euch, wie ich es gemacht habe. Aber ich bin ja noch gar nicht fertig. Ne? Ich bin ja noch gar nicht fertig. So. Hier drauf wieder ein Reststück. Nehmen wir erstmal das Restholz hier. Ne? So, der kommt hier hin. Die Leiste kommt da rein. Die Leiste kommt so rein. Falsche Leiste. Die Leiste kommt so rein. So, das wird hart, das wird hart. Bis gleich. So, dann kann das mal alles wieder weg, ne? So, mein Freund. Hat geklappt. Hat geklappt. So, die Unterlegscheiben. Räum ich auf. So, da wird ein bisschen geschliffen. Das passt super. Das ist das. Zum Ausziehen. Seht ihr das? Wenn ich jetzt ganz schlau gewesen wäre, was noch Fehler. Ich hätte den ein bisschen breiter machen sollen als Anschlag gleich. Wäre sinnvoll. Ne? Kommt noch eine Schraube rein. Aber mache ich noch ein Stückchen oben drauf als Anschlag. Hätte ich. Idiote. Hätte ich gleich als Anschlag gehabt, ich Idiote. Manchmal bin man schnell, 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 dann hast du so einen Skid an den Haken. So. Da wäre Norbert nicht passiert. Der ist Norbert, sagt ihr. Norbert ist ja von Norbert Küstenholz Norbert oder so. Super Kanal, also können Berufsschullehrer sein. Ein Tischler ist das, eine Tischlerei. Top. Könnt ihr gerne mal gucken. Bin begeistert immer von ihm. So, der kommt so, der kommt so. So, der kommt hier drauf, exakt bündig. Da wäre der Queranschlag hier. Ne? Hier kommt noch ein kleiner Überwurf hin. Sehr schön. So, als erstes mal kommt hier ein Loch rein. Augenmaß. So, sehr schön, das kann hier liegen bleiben, das brauche ich hier gleich nochmal. Jetzt kriegt er eine Schraube verpasst. Vorne rein. Dass er noch hält. Ist ja geleimt, ne? Das machen wir gleich. So, hier, jetzt das Ding.
Perfekt. So. Weil von der Dicke die Schraube da noch weg. So. So, so bewegt dieses Schwein. Das kann ich hier festmachen. Und empty. So, hier kann ich jetzt festschrauben. Verstellen ohne weiteres. Festschrauben. Bam. Ja, ich nehme jetzt das hier, so ein Stück Schraube, was, wie heißt die nochmal, Schlüsselschraube, glaube ich wohl, ne? Ja. Damit machen wir das. Jetzt bohre ich da rein. Ich glaube, da wird ein Prototyp. Loch eingebohrt. Kann ruhig ein bisschen größer, ne? So. Jetzt versenken wir das mal ein bisschen. Das sollte reichen. Der kommt da jetzt rein. Bündig. Perfekt. 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 Hier bleibt da drin, Kollege Schweißfuß, ey. So, hier kann ich das mit feststellen. Hier kann ich das mit feststellen. Perfekt. Jetzt kommt hier so ein Teil hin. So. So, so wird das zum Auf- und Zuklappen. So, jetzt kommt er hier. Aber er ist mit Leim und er wird auch festgeschraubt. So. Jo. Was soll ich sagen? Du bist fast fertig. Geil, oder?
kann auch ein Stückchen größer, aber ich mache einen zweiten für kleine und große Schnitte. Das wäre natürlich auch interessant, oder? Geil. Ach, hier muss der Kante noch drauf. Hier klebe ich jetzt noch das andere drauf, wo ich mich leider versehen habe. Sorry. Nicht erschießen, nicht erschießen, du. Ihr müsst mich nicht erschießen. Ach, das wird ja hier ein Ding, du. So. Perfekt. Aber ich komme noch eine andere Schraube rein. Muss ich noch. Wie gesagt, Schraube ist bei mir ein Problem. Ne? Das guckst du lang, aber das ist wie gesagt Prototyp und der sieht sehr gut aus. Der Reiter fehlt ja hier auch noch. Das war hier so ein bisschen wegmachen eben wieder. Ne? So, meine Lieben. Tag 2. Nee, das ist vorbei. Und jetzt will ich mal eben. Das habe ich gestern Abend schon abgemacht und den wollen wir erstmal draufschrauben. Ne? So, lackiert hatte ich den schon. Kommt da ein Loch rein. So, aufgebohrt. Sieht ganz gut aus. Jetzt sieht das ganz gut aus. So habe ich mir das vorgestellt. Ach, ist das toll. Für Serienschnitte kann ich immer hoch, runter. Ne? Maße hier verschieben. Bis hier hinten. Wenn das jetzt mehr sein sollte, gehe ich gleich hin hoch. Und, ach hier, die Schraube lösen wir das. Und nimm den raus. Bis hierhin dann nochmal. Ist das nicht so viel, aber es geht. War? Oh, stabil ist das, du. Also, ich kann euch das nochmal zeigen von nahen. Ne? Ich weiß nicht, weil ihr so guckt, so, ne? weil ihr so guckt. Ne? Also, hiermit kann ich jetzt meine Gärung. Ne? Zeige ich gleich an der Kreissäge. Machen wir fest. Hiermit könnte ich jetzt. Mein Reiteranschlag ist das, ne? Und ohne Probleme verschieben, das ist so geil. Kannst festschrauben. Hiermit natürlich da, ne? Wenn du ja zum Beispiel besäumen willst, ja, besäumen nennen wir das nicht, ne? Gerade Kante haben willst, eine gerade runterklappen, die Kante hier gegen. Passt perfekt. Die nächste, wenn du 100 Stück machen musst, weißt du, so machst du das immer. Perfekt. Die Länge reicht nicht, machst du das hoch. Und dann machst du hier die Seite aufschrauben und das hier verlängern und das dann wieder so. Das Ganze ist jetzt für meinen kleinen süßen Kreissäge, aber die kann ich nochmal schön in groß machen. Weiß groß, ein Meter oder so, ne? Dann braucht man nicht immer mit der Kappsäge arbeiten. Kann man dann nochmal austauschen, dat oder dat, für normale Schnitte, weil wir haben ja oft diese kleinen Schnitte, oder eben die großen. Geil. Geil, geil und geil. Da müssen wir mal gucken, die großen oder Kappsäge. Werde ich mir aber echt überlegen, ne? Weil ich arbeite immer gerne mit der Kreissäge. Aber wollen wir mal testen. Geil. So, Stunde der Wahrheit. Aufschrauben. Rein. Schon mal perfekt, wie Heini das haben wollte. Cool. Erstmal hochdrehen. Spaltkeil habe ich jetzt noch nicht drauf, werde ich gleich nochmal drauf machen. Ich will erstmal eben im Winkel reinhauen. Ne? So. Dann wollen wir das mal in den Winkel packen. So. Mal fest. Oh, herrlich, herrlich. So haben wir sich das vorgestellt. Cool.
So, jetzt bin ich mal gespannt, ob der so einigermaßen erstmal im Winkel ist. Eine gerade Kante. Dann können wir den hier schneiden. Ne? So. Mit laut. Mein Winkel. Hier lag er dran. Ist gerade. Hier ist geschnitten. Hundertstel oder so, wenn man sieht. Seht ihr das? Also, ihr seht das, denke ich mal. Ne? Tipptopp. Ja. Ich bin jetzt der glücklichste Mann auf Welt, du. So, das meine ich jetzt. Wenn ich jetzt zum Beispiel, hier kommen wir mal gucken mit dem Maße, ne? Zollstock. Ich will ein Stück haben von 25 cm. Muss ich noch so machen, weil ich keinen Skala drauf habe. War ja schon fast 25, du. 25. So. So muss 25. Beschnitten haben wir den schon. An eine Seite. So, da oder da. Beide gerade. So. 25 soll das sein. Zollstock. Also, ist dran, ne? So, ihr guckt hier. Also, einen halben Millimeter. Feintuning kriege ich hin. Dafür, dass ich das jetzt eben so eingespannt habe und ich muss ja auch noch einbohren für 90 Grad, dass er immer eben einschnappt. Perfekt, ey. Perfekt. Ne? Hiermit kannst du das, wie gesagt, schön jetzt so einstellen. Hier die Länge. Wenn du mal lange haben müsst, machst du den einfach hoch oder nimmst du den raus, je nachdem. Wenn er nicht stört, einfach rausnehmen. Geht natürlich auch. So, leg dir da hin. Und dann macht er einfach hier mit diesem Anschlag. Und dann habt ihr einen Zentimeter. Dann könnte es jetzt nicht so die Welt, ne? Circa 63 cm. Darum noch einen zweiten bauen, für den man austauschen kann für längere Sachen, wenn man das nicht mit der Kappsäge machen will. Ja, gute Idee. Ne? Herrlich. Also, meine Lieben, ich muss sagen, der ist mir sehr gut gelungen. Ist massig, stabil und wackelt nicht. Also das wackelt gar nichts. Ne? Auch mein Schiebetisch denn nicht. Ey. Dass ich irgendwann biege, weil das Plastik ist. Ne? Ist top. Ja, wie gesagt, ich baue das irgendwann mal, wenn ich Bock habe. Nochmal länger, aber so genauso diese Art. Ne? Dann werde ich noch ein bisschen anders machen zum Schieben wahrscheinlich. Rein und raus schieben. Ne? Mit einer kleinen Führung und dann festdrehen. Aber kann ich immer noch hier machen. Das ist ja schnell gemacht. Aber hiermit, wie gesagt, ne, dieser Längsanschlag. Top. Einfach nur top. Gefällt mir. Hier lösen. Nochmal zeigen. Ne, kann nochmal zeigen. Also muss ich sagen, super. Ja, da war mein Queranschlag. Den habe ich so noch nicht groß gesehen im Internet. Ne? Klar, mit so einem Anschlagbacken oder hier und da, aber nicht so mit ausziehen. Und dieses hier, wie ich das jetzt gemacht habe. Ich verkaufe mal ein Patent. Also, meine Lieben. Ich bin stolz drauf. Sieht gut aus. Und ist ja auch fast 100%ig im Winkel. Fast. Also nie, aber wie gesagt, ist ja nur eben einmal mit Winkel ran. Also muss ja noch eingestellt werden, ein Loch gebohrt werden und dann Doran rein.
Das mache ich aber alles, ne? Meine Lieben, das gefällt mir sehr. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen oben lassen oder meinen Kanal abonnieren. Würde mich auch mal freuen. Und ja, vielleicht habt ihr Bock, das nachzubauen oder so. Also für eine Kreissäge. Top, mir gefällt's. Ich sag in diesem Sinne ab in die Rinne, ne? Bis dann. Tschüss. Und wie macht April immer? Tschüss.